Gentechnik ist so ganz umstritten. Für was eigentlich? Ist Gentechnik gefährlich? Was ist der Nutzen? Ja, Gentechnik, Genfood, Germoen, das macht irgendwie Angst. Wenn du Fleisch isst, dann ist es Milliarden, und nicht kann und nicht gesund sein. Während Gentechnik an der Medikamentenentwicklung nicht kontrovers ist, ist Gentechnik bei den Pflanzen, also die Gringentechnik, im Detail im Beitrag geht, ganz umstritten. Die dafür sind, so nicht wie eine wichtige Technologie für 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Gegner argumentieren sie wie gefährlich und nicht natürlich. Mal warten, Lu. Die Eigenschaften von einer Pflanze gibt bestimmte Gene, also bestimmte Teile von ihrer DNA. Und schon seit Jahrtausenden modifizieren wir Menschen die Gene von Pflanzen. I was not aware of that. Durch Züchtung probieren wir Pflanzen zum Beispiel mehr nahrhaft zu machen oder mehr resistent gegen Krankheiten, Schädlingen, Dröschend oder Heischwasser. Heute sehen wir zum Beispiel längs, wie der Mais ursprünglich ausgesehen hat. Und heute eine Maiszucht von Haut. Durch Züchtung haben wir eine Reihe Gene modifiziert und quasi eine ganz neue Pflanze hergestellt. Ganz klassisch wird an der Züchtung Kreuzung appliziert. Wenn man zum Beispiel nahrhafte Mäuse haben, die aber nicht resistent sind gegen eine neue Krankheit, dann kreuzen wir die von einer resistenten Mäusezucht. Das gewünschte Resultat? Ein nahrhafte Mäuse, die resistent ist. Aber das ist falsch zu meinen, dass Züchtung immer nur ganz natürlich wird. Es gibt ganz Rutschmethoden, und verschiedene davon sind höchst technologisch. Das hört sich ja komplizierter. Es kann hier nämlich nicht mehr Pflanzen von derselben Art kreuzen, also Mais mit Mais und Reis mit Reis. Und was aber, wenn es an unserem Beispiel für Druck keine Maiszucht gibt, der resistent ist gegen Krankheit. Da muss ich noch Mutationen hoffen, also spontane Veränderungen an der DNA. Aber das dauert. Oder wir helfen nur, wie bei der Mutagenese. Heute gibt Pflanzen mit krebserregenden Substanzen oder radioaktiver Strahlung trittiert, für Mutationen zu provozieren. Nun, im Zufallsprinzip entstehen heute neue Gene. Manche mit guten Eigenschaften, manche mit schlechten. What could possibly go wrong? Die guten Pflanzen sind selektioniert, die anderen eliminiert. Das Verfahren wird für lange Zeit als Züchtung klassifiziert. Und viele Lebensmittel, die wir essen, sind auf diese Art und Weise entstanden. Gentechnik ist auch eine hochtechnologische Züchtungsmethode. Hier kann ich ganz gezielt bestimmte Gene aus einer Pflanze raushüllen und an eine andere dran setzen. So macht ihr mit der Gentechnik viel mehr Möglichkeiten. Muss ich erstens nicht auf Mutationen hoffen, aber kann ich zweitens Gene aus anderen Pflanzenarten ersetzen. Zum Beispiel ein Gen aus dem Reis und dem Mais. Spätestens hat der CRISPR-Cas-Methode aus Gentechnik auch immens präzise gehen. Außerdem ist sie mehr streng reglementiert wie Züchtung. Zwischenfazit: Gentechnik ist an der Pflanzenzucht die Technik mit den meisten Möglichkeiten und die, die am strengsten reguliert ist. Aber auch die Kontrovers. Wie war eigentlich? Ein Kontraargument ist, Gentechnik wird nicht natürlich. Das ist korrekt. Aber wie wir gesehen haben, ist auch Züchtung nicht immer ganz natürlich. Von allem aber kritisieren Gegner, dass bei der Gentechnik Gene beliebig durch alle möglichen Arten ausgetauscht können gehen. Das ist für sie ein Schritt zu weit. Hey, stop it! Weiter das Kontraargument, Gentechnik wird schädlich für unsere Gesundheit. Zu diesem Thema finde ich ganz viele Informationen und Studien. Manche davon auch kontestiert von der einen oder anderen Seite. Fazit aus, bislang gibt es keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass gentechnisch veränderte Pflanzen schädlich sind für den Menschen. Was den Heim muss wissen, natürlich können Lebensmittel, die zum Beispiel neue Proteinsorten enthalten, giftig sind oder Allergien auslösen. Aber das kann sowohl der Fall bei der klassischen Pflanzenzucht wie auch bei der Gentechnik sein. Und dafür gibt Pflanzenzucht die getast, ihr auf den Marsch kommen. Keine Panik, beim Cremant bleibt alles beim Erlen. Es gibt aber auch Pro-Argumente, wie zum Beispiel, dass durch Gentechnik man Pestiziden und Insektiziden müssen angesetzt gehen. Da das theoretisch wäre, wenn jemand der Züchtung nicht weiter könnt, kann ihn durch Gentechnik mehr robust Pflanzen schaffen, die man Pestizide brauchen. Das ist zum Beispiel bei einer Auberginenzucht in Bangladesch gelungen. Was nicht so klar ist, wenn ihr kommerziell GMOs anguckt, die im großen Stil zum Beispiel in den USA umgebaut gehen. Hier gibt es verschiedene Fälle, der Pestizid- oder Herbizidersatz Rof, an anderen Rupp. Außerdem ändert der Pestizid und Herbizid ersetzbar Zeit, weil Resistenzen auftauchen und dafür nicht mehr Herbiziden oder Pestizide gebraucht gehen. Und dann ist das Argument, Gentechnik für wichtigste Mittel für den Welthunger zu bekämpfen. Auch da das theoretisch vor. Einerseits muss man immer mehr Menschen ernähren und andererseits haben wir immer mehr Platz zur Verfügung. Und heute kann Gentechnik helfen. Gerade Regionen, wo die Menschen in Hunger leiden, brauchen dags robuste Pflanzen. Aber was doch für uns, bislang halten die meisten GMO, die im Markt sind, das verspreche kaum. Don't lie.
to me. Hier Entwicklung kostet viel Geld. Dafür entwickeln Großkonzerne also für Großmarschen, wo viel Suche sind. Und dies auch mit dubiosen ökonomischen Modellen, wo Bauern ausgebeutet gehen. GMOs kommen bislang nicht mehr Seelen do zum Ersatz, wo der Welthunger Mist bekämpft geht. Ein gleiches Beispiel ist heute der Goldene Reis, den durch öffentlich finanzierte Forschungsinstitute entwickelt gauf, ein Vitamin A enthält, für den Vitamin A-Mangel allein wie Indien oder Bangladesch vorzugehen. Kommen wir zum Schlussfazit. Gentechnik ist eine von vielen Züchtungsmethoden. Und du gehst da, die als risikoarm angestuft gehen, und mehr technologischer, die als mehr risikoreich angestuft gehen, wie zum Beispiel Gentechnik. Obwohl den Debat schwarz-weiß gefordert wird, ist die Realität auch wirklich groß. Gentechnik hat tatsächlich ein größtes Potenzial. Weil aber die Akzeptanz von allem in Europa nicht groß ist, ist nicht klar, ob sie das Potenzial wird können ausspielen. Vielleicht müsste man in Zukunft weg vom Schwarz-Weiß denken, hin zu Fall-zu-Fall-Analysen und nur Haltigkeitskriterien. Wie kann ich jene Probleme in der Region am besten Pflanzensorten so entwickeln, dass so man wie möglich Pestiziden, Insektiziden oder synthetische Düngeren angesagt gehen und das mit moralisch korrekten ökonomischen Praxisen? Wenn möglich mit Züchtung, wenn möglich mit Gentechnik? Was meint ihr? Schreibe das Ermähnung in Kommentaren. Merci für's Nullausch drin. Ciao, ciao.